Hallihallo, ihr Lieben da draußen, ein herzliches Willkommen heute hier bei der Mod Story. Ich bin immer noch mit dem Stefan unterwegs und der möchte mir noch irgendwas schnell zeigen. Ja, wir fahren da einmal hin. So. Das ist gut. Auch im gleichen Hof, ist auch ein Fahrzeug von denen. Mhm. Wir fahren jetzt da mal auf. Das hier oben, das ist nicht von der Map, das haben sie selber geändert. Das mit dem Fahrzeug, was in der Garage drin steht, sonst in Chatten einkommen. Okay. Ah, jetzt machen wir mal das Tor. Ah, natürlich LKW. Ja. Den so, okay. Hast du ja schon mal gesehen. Im LKW. Bloß diesmal geht's, haben wir den mit der Wechselbrücken aufbauen. Okay, geht um den LKW, ja. Okay. Ja, der perfekt. Anhänger, der ist aus dem Standardspiel. Mhm. Das ist auch übrigens der Tieflader, der schon öfter einen Unfall miterlebt hat. Okay, ja. Ja, jetzt geht's einmal um den LKW. Wir gucken rein in den Shop, oder? Ja. Da unter MN, TGX, LKB Pack. Was? MN. Hier. Hab ich? Ja. So, jetzt gehen wir einmal in den TGX Sattelzug 2 Achs. Bin ich? Da gibt es aber nicht große Unterschiede, bloß an der Achsvision. Ja, Aufkleber können wir auswählen. Verschiedene. Dann Motorausführungen können wir zwischen den verschiedenen wählen, Reifenhersteller mal wieder. Das ist klar. Dann Steinschlaggitter können wir auswählen, dann Reflektorstreifen können wir auswählen, Rundumleuchten können wir auswählen, Frontblitze, eine Sonnenblende können wir auswählen, Spoiler, eine Bullbar, ein Winterweiser. Das ist der Winterweiser, der ist dann am Fenster dran. Ja. Dann eine Dachbar. Kann man draufbauen, eine Radabdeckung, Anhängerkupplung, Scheinwerferschutz, Zusatzkühler, Sonnenblendenmaterial, eine Fanfare, also die Hupe, dann eine Chassisabdeckung, Seitenbleche, Zusatzspiegel, eine Backbar, Zusatzkennzeichen, das was dann oben am Führerhaus dran ist. Heckleuchten können wir verschiedene Versionen wählen. Geil. Und dann noch eine Dekoration, dann hat man dann hinten am Führerhaus noch einen Besen und eine Schaufel dran. Und, meine Lieben, ihr könnt es, das klicken wir jetzt nicht alles durch, weil das könnt ihr euch selber wirklich mal angucken, ganz genau. Wir können vom Farbdesign her die Spiegelklappen machen, die Kotflügel. Wir können die Kabine machen, also oben. Wir können die Kabine in der Mitte. Wir können die Kabine unten machen. Wir können die Sonnenblende verändern und natürlich die Felgen. Mach ich jetzt nicht alles, weil, wie gesagt, würde ich jetzt einfach zu weit führen. Ne? Ja. Das wäre ein bisschen Quatsch jetzt. Aber schönes Gerät. Jetzt gucken wir uns das draußen mal an. Ja, und das gibt's ja in 2-Achs- und in 3-Achs-Version. Wie man hier sieht, genau. Und ja. Ehrlich gesagt, die 3-Achs ist ein bisschen schöner, weil die 3-Achs hat jetzt in der Version auch eine Lüftachse mit drin. So, innen sieht er natürlich auch top aus, muss ich mal sagen. Also wirklich, Chapeau. Oh, hier hat jemand das Essen vergessen. Und Texturen natürlich alle ganz, ganz sauber gemacht. Und ja, das Licht können wir uns nochmal schnell angucken. Dann haben wir es eigentlich schon, weil ja, ist halt ein LKW, ne? Ja, zusätzlich ist ja auch crossplay-fähig und hat eine Wechselbrücke. Die ist dann ganz hinten im Shop. Aber bei der Wechselbrücke kann man fast nur die Farben ändern. Deswegen ist die auch nicht so wichtig. Ja. Okay, also muss man sagen, sehr, sehr schöner LKW. Auch den gibt es wahrscheinlich im Mod-Hub, weil crossfähig, ne? Crossplay-fähig, so rum.
Joa, gibt's noch was zu sagen dazu, Basti? Nee, von meiner Seite aus nicht. Von meiner Seite im Endeffekt auch nicht. Wie gesagt, ladet ihr euch wieder unter eure Originalmod runter, würde uns freuen natürlich. Ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und habt wahnsinnig viel Spaß mit dem Ding. Bis dahin sind wir aber erstmal raus. Macht's mal gut. Tschüss. Ciao. Und lasst ein Däumchen da. Tschüss. Ciao.